Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier mit 15 Challenge Break mit dem Chrissy. Moin. Moin moin. So Leute, endlich wieder mit Lenkrad am Start. Nochmal ein riesen Dankeschön an Chrissy, dass er mir den Trick gezeigt hat. So kann ich nämlich jetzt endlich wieder mit Lenkrad spielen. Jo, und ich stress jetzt gerade mal nicht fertig, weil der Lumi dabei da schnell auf Fortbildung musste. Der müsste aber bald wieder kommen. Ich weiß nicht wann, aber der müsste gleich wieder kommen. Oh nein, meine Soja! Und so, sorry. Hey, sind hier oben ja gar nicht endreif geworden. Was ist denn das für eine Scheiße? Ah ja. Was ein Fusch. Und was machen Sie so? Warten, mal, bis der LU-Mitarbeiter kommt, damit er meine Felder abernten kann. Guck mal, habe ich einen neuen Drescher gekauft. Ja, fahr halt durch mich durch, hast recht. Kein Problem. Immer wieder gern. Ich hab dir auch gern. Mach doch an die Bude, bist du blöd? Du hast ja Mähwerk, oder? Immer, ja. Kann der Schwarto bloggen? Nee. Oh mein. Junge, so rich sehe ich jetzt auch nicht aus, ey. Muss halt einen Schwader nehmen. Hat der schon eine Ladung abgegeben oder ist das alles vom Feld? Ich hoffe mal nicht. Ist einmal. Alter, der ist halt wirklich einmal voll geworden, wie geil. So soll das, so soll das, so klingt die Kasse. Als ob das kein Sport bloggen kann. Nee, hier ist auch kein Gerät dran. Mann, du. Da muss ich auf den LU-Mitarbeiter warten. Wow. Einfach wow. Anstatt dass er einfach sich einen Schwader nimmt. Nee. Ich muss eh da ein bisschen Fahrzeugpflege betreiben, deswegen da geht das eh schnell. Damit die Fahrzeuge überhaupt mal in ihrem Leben wieder schön aussehen. Herr Kollege? Ja, was ist denn? Ich glaube, das brauchen Sie nicht sagen. Ich glaube, wir müssen uns einmal treffen in Real Life, dann können wir das einmal erledigen. Was denn erledigen? Was wollen Sie denn erledigen? Werden wir dann nicht sehen, wenn wir uns sehen. Sorry, da habe ich leider, da wann wir uns treffen wollten, habe ich leider einen Arzttermin, tut mir leid. Wenn wir uns getroffen haben, war es ein Arzttermin, aber nicht davor. Scheißdreck. Weil dann mache ich die zum Klappspartner, sag ich da. Das sind wir dann. Du bringst aber da vorne mit, dann kann ich schon mal 110 anrufen, wenn ich dich mit... mit verbundenen Augen zusammenschlag. Was? Hab's gehört, Chat? Hab's gehört? Ich glaub, der will echt Stress haben. Jetzt labert der was von Chat, wobei er immer live ist, Alter. Doch, ich bin live. Ja. Mei, ich hoffe, die Person antwortet mir jetzt. Sonst dann bin ich am Arsch. Welche Person will den antworten? Oder welche soll antworten? Jemand. Wer? Jemand. Wer? Der Jemand. Der Jemand. Ist es ein... Welches Geschlecht? Jemand. Wow. Einfach wow. Der Jemand. Wer kennt ihn nicht? Was bist der du Jemand. Von Geschlecht? Ein Jemand. Wow. Ja, du verstehst da keinen Spaß. Wow. Sag doch. Nein. Kann ich dir helfen, dass er schneller schreibt. Ja, komm. A Person halt. Welche? Boah, Alter, der ist neugierig. Ja, das ist ich, Junge. Jetzt lass mich nicht so zappeln wie ein Fisch, Alter. Hau raus. No. Hau raus! No. Ja.
du Stress? Was? Hm. Jetzt sag doch. Guacana. Bitte. Guacana. Bitte. Alter, ist das eine Ziege. Was? Das hast du nicht gesagt. Doch, hab ich gesagt. Ich hau da rein. Spaß. Ja. Wie läuft's mit der Selbstständigkeit? Gut, gut. Gut so. Wenn ich dich unterstützen soll, Real Life, sag Bescheid. Komm vielleicht vorbei. Eventuell. Okay. Hallo? Ja, ja. Wow. So eine ist das. Okay. Hab ich verstanden, okay. Antwortest du mir halt nicht. Was denn? Ich bin nicht da. Das ist ein Clown, ich will. Brumm, brumm. Jo, Leidlein, schreib's gerne mal in die Kommentare. Nein. Wo soll das sein? Ein Rasenmäher für Radeln oder was? Warte kurz. Musst du kurz mal deinen Hühnerstall abreißen? Ich reiß gleich bei dir was ab. Brumm. Alter, mach Leine aus meinem Stall, Alter, weil es ein Schall hat, Alter. Was? Ich bin auch gar nicht in deinem Stall. Donner hier oben rum, Alter. Endlich wieder mit Lenkrad. Mit deiner Schrottkarre. Oh! Alter, bist du... Falsch abgebogen. Am Alkoholtest machen. Bist du noch des Wahnes? Also... Schreib's gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, der hat ein bisschen an... an der CPU. Ich hau nicht gleich an die CPU, Junge. So, wer hat denn den Dresser hier vorne abgestellt? Mann, Chrissy, Alter. Kannst du ich hab keine Presse. Was? Was hast du nicht? Boah, der regt mir auf, der Typ, Alter. Das Ding ist, du tust immer laut. Immer laut denken. Du tust das eigentlich immer. Ich denk dir auch gleich laut. Wenn ich laut denk, dann denk ich nicht. Doch laut. Ich sag's nur, wie es ist. Aha. Also das finde ich aber nicht nett. Hast du eigentlich nichts zu tun? Ich bin gerade beschäftigt, Herr Kollege, im Gegensatz zu Ihnen. Hey, ich mehr doch. Ja, ja. Dafür fahren sie vorher in meinen Hof ein und zerstören alles, weil sie fahren wie ein Rauli. Alter, jetzt mach doch keine große Nummer da draus. Mm. Das Dach muss ich dir gleich abfackeln, Alter, und tu sie neu aufbauen. Wenn du willst. Ich bau bei dir auch gleich was anderes. So angemutzt wegen dem einen scheiß Dach oder was? Und weil ich da aus Versehen reingefahren bin, ich muss mich wieder ans Lenkrad gewöhnen. Das ist ein komisches Gefühl. Ich könnte jetzt was sagen, aber das sage ich jetzt lieber nicht. Halt die Schnauze, ich weiß, was du sagen willst. Was denn? Mit dem komischen Gefühl. Was ein komisches Gefühl, hä? Mann, der Kuhstall ist einfach zu breit für mich. Ma. Bleib da ruhig drin, das passt. Was? Halt doch die Klappe. Oh Mann, ey. Junge. Das ist diese Woche. Oh, so, passe ich hier rein? Ja, wird eng, aber ein Profi passt überall rein. Der Profi mit die. Ja. Wie gesagt, ist die Steigerung. Weil ich will die Karte gar nicht. Mach das Ding auf. Mach an das Gerät. Danke dir. Jetzt geht's ab, Alter. Hey Chrissy. Ja. Was machen Sie? Mein Kuhstall ausmisten, im Gegensatz zu Ihnen. Hey, ich will ja auch nicht ausmisten. Mein Mist landet da, wo er sein soll, auf der Mistplatte. Willst du für mich mähen? Na. Willst du für mich dreschen? Mhm. Willst du für mich überhaupt was machen? Na, bist du ja lieber Sklave, du. Wow.
Ich hab mich gerade in meinen Kuhstall festgefahren. Richtig so. Das ist Karma, dafür dass du mir nicht hilfst. Halt doch deinen Rand, ganz ehrlich. Warum sind Sie denn so angepisst, Herr Kollege? Ich bin nicht angepisst, ich sag nur die Wahrheit. Ja, ja, ist klar. Bitte angepisst. So hab ich es nicht gesagt, aber naja. Doch. Mhm. Doch. Ich lass das zurückspulen. Hm. Wie stehst du denn zu dem Thema Cutter? Gut. Ja, wie gut? Gut, ja, ich hab einen. Wie, du hast einen? Ja, ich hab einen Kater. Willst du mich verarschen, oder was? Nein, ich hab wirklich einen Kater. Und ich roll? Und du sagst nichts davon? Na, warum sollt ihr? Okay, dann geh ich halt. Okay, ich kann mal nicht miteinander. Kommst du, okay? Nein, ich hab wirklich einen, jetzt ohne Scherz. Okay. Junge. Hab ich verstanden, wir teilen nichts voneinander. Okay. Na, brauchst du einen? Ja. Warte, warte. Ich hatte heute eine gute Nachricht, wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen, aber. Okay. Du hast also schon nichts. Okay. Du bist so eine Zicke. Alter. Erstens, ich bin keine Zicke. Und zweitens, ich bin auch kein Mädel. Doch, bist du. Alter. Wenn du so weiter zickst schon. Eigentlich wollte ich eine Nachricht verkünden, aber die will ich nicht verkünden, weil man es noch nicht gesehen hat. Weil was willst du verkünden? Nee, das hat aber was mit dem Thema. Ja, nee, alles gut. Passt schon. Der arbeitet aktuell, da arbeite ich aktuell noch an was. Und bist du eigentlich so ein Zicker? Ich bin gar kein Zicker, ich sag nur die Wahrheit. Ja, das wäre ja schön, wenn du das tun würdest. So, jetzt müsste ich mein Wiese mähen, aber leider gibt es ja keinen Elum-Mitarbeiter da. Du kannst meinen Mäh weg haben, ich bin in der letzten Wiese. Ja, gib's mal an. Gib's dir dann. Eventuell. Mann, warum antwortet mir die Person nicht? Das regt mich auf. Sag doch welche. Na, es ist eine Überraschung. Okay, dann eben nicht. Okay. Ich will, damit die Person daherkommt und die überrascht. Okay. Deswegen darf ich jetzt nichts sagen. Für Überraschung bin ich immer zu haben. Ab einem gewissen Grad. Junge. Was denn? Du lachst, Alter. Was denn? Was ist denn jetzt wieder? Hast du jetzt über meinen Satz gelacht? Na. Naja, du Wichser. Du bist nur ein Arsch. Ganz ehrlich, piss dich. Ah. Was ist denn los? Nix, alles bestens. Red mit mir, ich bin dein Erzieher, red mit mir. Ich bin dein, red mit mir. Du ey. Du kannst alles mit mir reden. Über alles. Mit dir rede ich gar nichts. Okay, sorry, Alter, dann geh ich halt. Du kannst aber gern die Folge abmoderieren, weil sind wir schon wieder am Ende. Schon wieder? Ich war die letzte Folge schon dran. Das wird mir langsam so anstrengend hier. Nee, alles gut, ich mach. Aber meine lieben Freunde, damit würde ich sagen, das war's eben in der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Like und auch da. Schaut nicht beim Chrissy vorbei. Yo. Und das war's, hey. Macht's gut. Ciao. Ciao.